Links ein heller Blitz. Rums. Wo kam der denn her? Dein Flugzeug wird durchgeschüttelt. Die Instrumente fallen aus. Gerade noch war der Himmel strahlend blau. Jetzt ist es pechschwarz. Deine Sinne spielen verrückt. Du weißt nicht, wo oben und unten ist. Ein absolut verrücktes Gefühl. Du befindest dich außerhalb von Raum und Zeit. Rings um dich blitzt es. Die Wolken umschließen dich und dein Flugzeug und drehen sich in einem unglaublichen Wirbel. Du klammerst dich ans Steuerruder und sagst dir, ich schaff das, ich schaff das. Durch die dicken schwarzen Wolken erkennst du einen Lichtstrahl. Deine einzige Chance. Du fliegst in diese Richtung wie eine Motte zum Licht. Und wusch. Du brichst aus dem schrecklichen Strudel hervor. Deine Instrumente sind wieder normal. Deine Maschine wackelt nicht mehr. Du bist gerettet. So beschreiben Piloten, die die Bermuda-Dreieck-Anomalie überlebt haben, ihre Erlebnisse. Zumindest im Fernsehen. Das große Stück Ozean zwischen Miami, Bermuda und Puerto Rico ist und bleibt die mysteriöseste Region des Planeten. Aber sie ist nicht alleine. Alaska hat sein eigenes Dreieck. Seit den späten 80ern sind dort 16.000 Menschen verschwunden. Augenzeugen der Bermuda-Dreieck-Anomalie berichten von dickem Nebel, Blitzen, Kugeln aus Licht, Halluzinationen. In Alaska ist alles ein wenig komplizierter. Menschen, Flugzeuge, Schiffe, sie verschwinden ohne jede Spur. Es gibt niemanden, der berichten kann, wie es sich anfühlt. 1950 startete ein Flugzeug in Anchorage, Alaska, Richtung Great Falls in Montana. An Bord waren 8 Besatzungsmitglieder und 36 Passagiere. 2 Stunden nach dem Start funkte der Kapitän, dass alles in Ordnung sei. Danach Stille. Das 30 Meter lange Flugzeug schien sich in Luft aufgelöst zu haben. 85 Maschinen und etwa 7000 Menschen suchten das Flugzeug. Keine Spur, nicht mal eine Schraube oder ein Bolzen. Dieses Mysterium machte das Alaska-Dreieck berühmt. Auf einer Karte erkennt man, dass die Region zwischen Anchorage, Barrow und Juneau vorrangig wild und unbewohnt ist. Verbindest du die Städte, erhältst du ein episches Dreieck, in das der Staat Oregon zweimal hineinpassen würde. Tust du dich ein wenig um, findest du noch weitere Regionen auf unserem Planeten, in denen seltsame Dinge passieren. An Land, auf See, in der Wüste, im Dschungel. Wissenschaftler stellen viele Fragen über diese Region. Sie alle verfügen über extreme elektromagnetische Anomalien. Flugzeuge und Schiffe verschwinden. Menschen hören und sehen seltsame Dinge. Eines dieser Regionen ist das Black Bamboo Valley in China. Dort sieht es aus wie an einem Horrorfilmset. Gruselig und mysteriös. Perfekt. Stell dir einen Bambuswald von 40 Metern Höhe vor. Die grünen Pflanzen stehen extrem nah beieinander und lassen kaum Sonnenlicht hindurch. In der Luft hängt ein seltsamer Nebel. Wo er herkommt und warum er stets da ist, das weiß niemand. Und das ist noch nicht alles. Seit Jahrhunderten verschwinden Menschen in diesem Wald. Wissenschaftler glauben, die verrückte Geologie der Region sei daran schuld. Der Boden bricht plötzlich auf, weit genug, um einen Menschen zu verschlingen. Es kommt zu krassen Wetterumschwüngen und giftige Dämpfe treten aus. Manche Bäume setzen sie frei, wenn sie zu Boden stürzen. Durch Ladakh in Indien führt eine lange Straße. Sie wird als magische Straße bezeichnet. Sie scheint die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. Folgendes passiert. Du fährst mit dem Motor an den Fuß des Berges, schaltest den Motor ab und steigst aus. Dein Auto beginnt mit bis zu 20 km pro Stunde bergauf zu rollen. Wie geht denn sowas? Theorie Nummer 1. Der Berg hat ein unglaublich starkes Magnetfeld und zieht Autos, die ihm zu nahe kommen, an. Die indische Luftwaffe meidet die Region angeblich wegen möglicher Störung ihrer Instrumente. Version Nummer 2. Das ist alles nichts weiter als eine optische Täuschung. Die Berge ringsherum verschwinden mit dem Horizont. Es sieht aus, als führe die Straße bergauf. In Wahrheit geht es jedoch bergab. Der riesige Lake Michigan sieht eher wie ein Meer als wie ein See aus. Über die vergangenen 400 Jahre sind auf ihm 6000 Schiffe verschwunden. Warum? Der See hat sein eigenes rätselhaftes Dreieck und hier kam es sogar zu weit mehr ungelösten Fällen als im berühmten Bermuda-Dreieck. 1950 verschwand der Flug 2501 auf dem Weg von New York nach Minneapolis über dem See. Das Schicksal der 3 Besatzungsmitglieder und 55 Passagieren bleibt bis heute ungeklärt. 2007 untersuchte ein Professor für Unterwasserarchäologie den Grund des Lake Michigan. 12 Meter unter der Wasseroberfläche fand er einen Steinkreis wie Stonehenge in England. Aber wie kommen die Steine an den Grund des Sees? Archäologen entdeckten eingeritzte Muster auf den Steinen. Die Formen erinnern an Zeichnungen von Tieren.
Das ist nichts Ungewöhnliches. Abgesehen von diesem einen Tier, das wie ein Mammut aussieht. Es wurde vor etwa 10.000 Jahren eingraviert. Für die Venezolaner, die in der Nähe des Maracaibo-Sees wohnen, ist es schwer, Schlaf zu finden. An der Stelle, wo der Fluss Catatumbo in den See fließt, treten Gewitterstürme auf, die bis zu 10 Stunden dauern. Und das auch noch an 260 Tagen im Jahr. Das sind jährlich mehr als 1 Million Blitze über dem See. Wissenschaftler wissen nicht genau, was das tägliche Blitzlichtgewitter auslöst. Manche Menschen glauben, es läge an dem aus Boden austretenden Methangas. Andere Wissenschaftler sehen Uranlagerstätten als Ursache. Heutzutage sind die meisten Forscher jedoch sicher, dass es einfach nur ein Wetterphänomen ist. Die kalte Bergluft kollidiert hier mit der warmen Seeluft. Das Ergebnis? Sehr viel Reibung und Feuchtigkeit. Eine perfekte Kombination für ein fast täglich auftretendes, natürliches Feuerwerk. Es ist unglaublich laut und recht nervig, wenn du dort lebst. Für unseren Planeten ist es aber sehr wichtig. Dort wird lebenswichtiges Ozon regeneriert. Und jetzt noch das eine, das die ganze Sache ins Rollen brachte. Das Bermuda-Dreieck. Flugzeuge, Schiffe, spurlos verschwunden. Die Theorien finden kein Ende. Wissenschaftler vermuten sogar, dass ein riesiger Meteor mit einem eigenen Magnetfeld am Meeresgrund liegen könnte. Es könnte die Navigationsgeräte all der glücklosen Reisenden gestört haben. Und das nicht erst seit kurzem. Forscher glauben, dass es dort schon zu Kolumbus-Zeiten zu Problemen kam. Was Alaska angeht, dort gibt es Anomalien wie Sand am Meer. Hier liegt ein Kompass gerne mal 5, 30 oder sogar 60 Grad daneben. Aber Fehlfunktionen der Ausrüstung reichen als alleinige Erklärung für das Verschwinden so vieler Flugzeuge und Menschen in dem gigantischen Staat nicht aus. Alaska-Wildnis pur. Hohe Berge, unendliche Wälder, Schneemassen im Winter und Hitze im Sommer. Es gibt 3 Millionen Seen, 2000 Flüsse und ca. 100.000 Gletscher. Die Bevölkerungsdichte beträgt nur 0,4 Einwohner pro Quadratkilometer. In Deutschland sind es 233. Du kannst tagelang, wochenlang oder sogar monatelang laufen, ohne jemanden zu begegnen. Abgesehen von einem Bären oder so. Und die Tage und Nächte können so weit im Norden recht verwirrend sein. Touristen aus aller Welt träumen davon, Alaska zu besuchen, um zu sehen, wie der Planet vor uns aussah. Keine Häuserschluchten, keine endlosen Straßen, Warenhäuser und Getreidefelder. Aber Alaska ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich gefährlich. Im Wald verlaufen, keine Verpflegung mehr, bis auf die Knochen durchweicht, Kompass oder GPS verloren. Unter den harten Bedingungen von Alaska lauern hinter jeder Ecke Gefahren. Die meisten Reisenden sind darauf überhaupt nicht vorbereitet. 80% der alaskischen Siedlungen sind nicht an das Straßennetz angeschlossen. Früher, im Wilden Westen, transportierten Pferde, Reisende, Waren und Informationen. Heute wird in Alaska alles mit dem Flugzeug erledigt. Alaska kann 9.000 Flugzeuge und 8.000 Piloten vorweisen. Das ist mehr als einer pro 100 Einwohner. Plötzliche Wetterwechsel, häufiger und heftiger Regen, Schneestürme und Nebel. Keine Voraussetzungen für einen gemütlichen Flug. Über Alaska können die Tragflächen eines Flugzeugs leicht mal mit Eis ummantelt werden. Der Nebel verbirgt Bergspitzen und starke Windstöße drängen kleine Flugzeuge vom Weg ab. Damit haben die Piloten tagtäglich zu kämpfen. Also, was ist jetzt mit diesem verschwundenen Flugzeug? Ermittler gehen davon aus, die Douglas C-54 Skymaster wäre aufgrund schlechter Wetterverhältnisse abgestürzt und die Trümmer wurden von Schnee bedeckt oder fielen in einen See. 5% von Alaska sind mit Gletschern bedeckt, die so große Spalten haben, dass nicht nur ein Mensch, sondern auch ein ganzes Flugzeug darin verschwinden könnte.